Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist, heute mit einer neuen Frage, einer Zuschauerfrage. Eine Frage, die ich relativ oft bekomme, über die ich relativ oft spreche, weil es eine sehr, ja, es ist eine Frage, die bewegt viele Männer und viele Männer wissen nicht so genau, was sie davon halten sollen oder wie sie dazu stehen sollen. Deswegen will ich dir heute einfach mal auch anhand dieser Zuschauerfrage vom lieben Clemens einmal erklären, wie es damit aussieht. Also, Clemens schreibt: Hallo Tim, meine Situation ist, dass ich etwas kleiner bin. Na, das ist heute unser Thema. Ich bin jetzt nicht unfassbar kurz geworden, aber trotzdem noch unterdurchschnittlich. Ich habe das Gefühl, dass die Größe schon fast das Wichtigste ist, dass man als kleiner Mann auch im Allgemeinen unseriöser und eben auch viel unattraktiver rüberkommt. Weißt du, wie man am besten bei Frauen, beim Frauenansprechen damit umgeht? Grüße, Clemens. Und wie gesagt, das ist ein Thema, das ich schon oft hatte, das ich schon oft besprochen habe. Und dazu muss ich natürlich allererst mal sagen, dass ich bin selbst sehr groß. Ne? Ich bin 1,90 gut. Das heißt, ich kann, das, was ich dir erzähle, ist jetzt nicht aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung als kleinerer Mann, sondern einfach das, was ich weiß von A, Frauen, von B, Männern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ein bisschen kleiner waren, und auch Männer, mit denen ich gesprochen habe, die ein bisschen kleiner waren, was diesen Effekt auf das Frauen kennenlernen, Frauen ansprechen, Erfolg mit Frauen im Allgemeinen angeht. Zuerst muss man sagen, wie du es ja auch schon sagst, du hast das Gefühl, dass es das fast Wichtigste ist. Das würde ich jetzt noch nicht sagen, das ist ein bisschen extrem gesagt, aber es ist ein wichtiger Punkt. Es ist einfach die Wahrheit. Es ist ein wichtiger Punkt. Vielen Frauen ist es sehr wichtig und es gibt auch Statistiken, die zeigen, dass die meisten Frauen mit größeren Männern zusammen sind. Ich glaube 87%, aber dass eben auch 87% oder ein bisschen mehr, glaube ich, oder ein bisschen weniger der Männer mit kleineren Frauen zusammen sind. Also das gilt für die Frauen genauso. Eine große Frau hat genauso ein bisschen die Arschkarte gezogen wie ein kleinerer Mann, aber ich komme gleich noch genauer dazu. Deswegen ist es auch so, dass viele Frauen denken, Models wären das Schönheitsideal für Männer. Dem ist aber gar nicht so, denn Models sind meist sehr, sehr groß und Männer wollen schon kleinere Frauen haben. Aber das Wichtige, was man hier eben sehen muss, ist, natürlich ist das sehr wichtig, ne? Frauen wollen dieses Gefühl des Beschützers haben. Das ist einfach, es ist deswegen wichtig, weil es ein Gefühl vermittelt. Es vermittelt das Gefühl von Beschütztsein, von ich fühle mich sicher mit diesem Mann. Und wir werden gleich dazu kommen, wie du dieses Gefühl auch auf andere Art und Weise erzeugen kannst, wenn du ein bisschen kleiner bist. Aber natürlich, und was soll ich dir hier sagen, ist es ein Vorteil. Wenn du größer bist, ist es ein Vorteil. Größer macht dich seriöser. Das würde ich sofort unterschreiben. Größer macht dir bessere Chancen, auch sicherlich auf dem Arbeitsmarkt. Ich kann dir nicht sagen, inwiefern das so ist, aber es ist einfach so. Die Größe hilft dir da und wenn du größer bist, ist es auf jeden Fall besser für dich und ja, gut. Leider ist die Größe auch so ein Faktor, den wir natürlich nur begrenzt beeinflussen können. Natürlich könntest du dir etwas höhere Schuhe anziehen, aber das macht dann auch nicht den riesen Unterschied. Eine kleine Nebeninformation an alle, die ein bisschen kleiner geraten sind: Ihr lebt dafür ein bisschen länger als die größeren Leute. Die sterben nämlich doch schon ein paar Jahre vor euch. Das heißt, natürlich gesellschaftlich gesehen ist größer besser, aber von der Lebenserwartung her gesehen ist größer schlechter. Ne? Nur um dir mal einen Vorteil der ganzen Sache ja einmal darzubieten, denn da gibt es auch Studien zu. Jetzt ist es wie gesagt so, dass es schon eine wichtige Sache ist, aber die Frage, wie solltest du jetzt am besten damit umgehen? Und wie gesagt, ich kann hier nicht aus meiner eigenen Erfahrung als kleiner Mann sprechen, denn das bin ich einfach nicht. Aber das ist so eine Sache, die man wirklich einfach, also du solltest diese Sache einfach zur Seite legen. Dir sollte einmal auffallen, okay, ich bin ein bisschen kleiner und das ist ein Nachteil für mich. Und dann sollte das nie wieder Thema bei dir werden. Das ist halt so eine Sache, die du absolut nicht verändern kannst. Und Dinge, die du absolut nicht verändern kannst, die sollten kein Thema sein. Deswegen sage ich auch immer, kümmere dich so gut wie es geht um deinen optischen Zustand. Geh trainieren, ernähr dich gesund, sei fit und so weiter. Das ist alles wichtig, natürlich auch für deine Gesundheit, aber einfach auch um das Beste aus dir zu machen. Und darüber hinaus kümmere dich nicht weiter um dein Aussehen, weil du kannst es einfach nicht ändern. Es gibt einen Punkt, ab dem du es nicht mehr ändern kannst. Und bei der Größe ist der einfach sofort erreicht. Also du bist einfach so groß, wie du bist. Deswegen solltest du dich mit dieser Größenthematik einfach überhaupt nicht auseinandersetzen. Nachdem du dieses Video hier geschaut hast und das, was ich dir hier sage, das sollte alles sein, was du jemals zu diesem Thema dir überlegst oder wo du jemals nachdenkst über dieses Thema. Danach sollte das beendet sein für dich. Das heißt, mach dir einfach überhaupt keinen Kopf darum. Nimm das einfach so, wie es ist und geh damit sozusagen und arbeite damit. Jetzt habe ich eben gesagt, dass ich natürlich trotzdem eine Idee habe oder einen Vorschlag habe für diejenigen, die ein bisschen kleiner sind, wie sie vielleicht dieses Gefühl von ich fühle mich beschützt, ich fühle mich hier sicher bei diesem Mann erzeugen können. Denn natürlich ist es ein Gefühl, das durch die reine körperliche Präsenz kommt, also dadurch, dass du sehr groß bist. Aber es ist auch ein Gefühl, das eben ein Gefühl ist und das kommt dadurch, dass der Mann zum Beispiel auch männlich wirkt. Denn du kannst auch einen sehr großen Mann dahinstellen
und der kann sehr unmännlich wirken. Ich will darauf gleich nochmal genauer eingehen. Zusätzlich muss man immer sehen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es hier um größer als geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht dir nicht darum, dass du der größte Mann der Welt sein musst, sondern du musst größer als die Frau sein. Wenn du also 1,65 bist oder 1,60 und die Frau ist immer 1,50, dann passt das halt. Eine Frau, die 1,50 ist, will auch keinen 1,90 großen Mann unbedingt, weil dann ist es halt eine zu große Diskrepanz. Aber 1,50 und 1,60, das passt wieder. Du musst also eigentlich nur größer als die Frau sein. Das Eigentliche, was hier passiert ist, dass du, sagen wir mal, als 1,60 großer Mann, erst schwerer haben wir es bei den größeren Frauen. Aber nicht unbedingt bei den kleineren Frauen. Und die gibt es schon. Das Problem ist nur, dass die kleineren Frauen die härter umkämpften Frauen sind, weil die 1,90 Frauen, wie gesagt, ne, da haben wir eben drüber gesprochen, das ist der Nachteil für Frauen an der Stelle auf dem Datingmarkt. Aber es geht hier wirklich um größer als, nicht um groß. Also du musst nicht 1,90 sein, du musst nur größer als sein. Das heißt, du hast auf jeden Fall Möglichkeiten im Datingmarkt. Natürlich sind die vielleicht ein bisschen beschränkter. Muss aber, wie gesagt, nicht sein, wenn diese anderen Faktoren stimmen. Ne, also wie gesagt, dieses Gefühl, beschützt zu sein, das hat auch viel damit zu tun, wer da vor dir steht, was für eine Art von Mann da vor dir steht. Das heißt, wenn du Männlichkeitsarbeit machst, und über diese Themen haben wir ja hier in den vergangenen Videos viel gesprochen, und ich habe dir viele Anleitungen mitgegeben, wie du das machen kannst, ne, oder machst es mit mir in meinem Coaching. Wenn du solche Arbeit machst, wenn du dich als Mann weiterentwickelst, wenn du ein geiles Leben führst und dein Leben gerne führst, all diese Sachen, über die wir sowieso schon immer reden, dann ja, ist es eine enorm starke Sache, die eben dafür sorgen kann, dass die Frau trotzdem das Gefühl hat, okay, ich bin hier mit einem Mann zusammen, bei dem ich mich sicher fühle. Hinzu kommt, dass du deine Optik verbessern kannst, indem du ins Fitnesscenter gehst, und das funktioniert besser bei kleinen Leuten als bei großen Leuten. Ich habe viele Freunde, mit denen ich im Fitnesscenter bin, die auch sehr, sehr viel trainieren, und ich habe einen guten Kumpel von mir, der ist auch so groß wie ich ungefähr, und der ist sehr, sehr muskulös, aber dadurch, dass der so groß ist, verteilt sich das halt anders. Ein kleiner Mann kann viel krass muskulöser aussehen und das Ganze viel, viel schneller als ein großer Mann, weil das ist zum Beispiel bei mir so, ich habe relativ lange Arme, das siehst du ja auf dem Video vielleicht so ein bisschen. Und es ist halt so, dass ich zum Beispiel einen Kumpel habe und jetzt beim reinen Bizeps curlen. Also wir machen da keine großartig unterschiedlichen Gewichte. Wir können das auf gleiche Art und Weise stemmen, aber er hat einen viel größeren Arm als ich, weil sein Arm einfach viel kürzer ist. Dadurch, dass er kürzer ist, sieht halt alles praller aus, und mein langer Arm zieht halt das alles in die Länge. Und das ist der Nachteil von großen Leuten, wenn es um solche Sachen geht wie Muskulatur oder Muskulaturaufbau. Und da bist du als kleiner Mann tatsächlich im Vorteil, indem du mit weniger Arbeit mehr Ergebnis bekommst, mehr Muskeln rausbekommen kannst. Und dadurch, dass du ein bisschen muskulöser wirst als kleinerer Mann, kannst du eben auch diesen Eindruck nochmal verstärken des Beschützens. Dann fühlt sich die Frau beschützt, weil du ein muskulöser, durchtrainierter, fitter Mann bist. Das heißt, Fitnesscenter für dich als kleiner Mann ist auf jeden Fall, als kleinerer Mann, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich empfehlen würde. Also wenn du dann klein bist, 1,60, und dann noch so ein richtiges Hemd, so ein richtiges schmales Handtuch und dann keine männliche Ausstrahlung hast, deine Männlichkeit nicht entwickelt hast, dann hast du natürlich ein bisschen die Arschkarte gezogen, das stimmt. Aber wenn du deine Männlichkeit ordentlich entwickelst, sagen wir, du bist 1,60 groß und du gehst dann noch trainieren, wirst ein bisschen breiter, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ja, vielleicht hast du nicht all die Möglichkeiten, die jemand, der so groß ist wie ich zum Beispiel, eventuell hat, aber du wirst deine Möglichkeiten haben und du wirst genug Möglichkeiten haben und du wirst auf jeden Fall auch Erfolg mit Frauen haben. Also das ist keine Sache, die ich da aufhalten muss. Und wie gesagt, eine Sache, die, sobald du dich damit auseinandergesetzt hast, hier jetzt in Form dieses Videos, du einfach vergessen solltest. Mach das Beste draus, trainier dich ein bisschen breit und schau, dass du diese ganzen Sachen machst. Thema Männlichkeitsentwicklung, die auch alle anderen Männer machen müssen. Denn es hilft dir nichts, wenn du 1,90 groß bist, aber voll die, ich sag jetzt mal Pussy, also einfach, wenn du keine richtige männliche Ausstrahlung hast, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wenn du noch bei Mami wohnst sozusagen, wenn du noch auf andere Leute angewiesen bist und dein Leben nicht selbstständig im Griff hast, dann hilft dir deine Größe überhaupt nichts. Also eine Frau will nicht sagen, oh mein Gott, dieser Typ, der bei Mama wohnt und mit seinem Leben nicht klarkommt, der ist ja so heiß, weil er 1,90 groß ist. Das ist Quatsch. Sondern sie wird sagen, okay, ja, der ist vielleicht attraktiv, aber Also das sorgt vielleicht dazu, dass sie sich mal auf eine Nacht mit ihm einlässt, aber sicherlich nicht dafür, dass sie ihn über ganz lange Zeit sieht. Das heißt, da ist Größe auch ein Faktor, der einem nur beschränkt hilft. Wenn du wirklich an diesen Kernprinzipien arbeitest, dann ist Größe eine Sache, um die du dir keine Sorgen machen musst. Kombinier das Ganze noch mit Fitnesscenter. Du als kleiner Mann kannst da deutlich schneller was aufbauen und dann bist du wirklich good to go. Also dann sehe ich da auch gar nicht den riesen Nachteil, ehrlich gesagt. Und deswegen ist es ein Thema, um das man sich keine großartigen Sorgen machen muss. Und ich hoffe, du bist jetzt bis hierhin dran geblieben, denn der Anfang des Videos war vielleicht ein bisschen negativ und hat sich hier am Ende ins Positive geschwungen. Aber ganz, ganz wichtig für jeden, der ein bisschen klein
kleiner ist, lasst euch davon nicht aufhalten, macht euch da echt keine allzu großen Gedanken drum. Optimalerweise findet ihr natürlich eine Frau, die ein bisschen kleiner ist als ihr. Ich denke, damit fühlst du dich dann auch selber besser. Aber das muss ja auch nicht sein. Also du kannst auch größere Frauen erfolgreich ansprechen, nur vielleicht nicht so erfolgreich wie ein Mann, der da eben größer wäre. Es ist ein Vorteil, aber es ist ein Vorteil, den du durch andere Dinge, die du beeinflussen kannst, ausgleichen kannst. Und das ist immer wichtig, dass man es beeinflussen kann. Das als Antwort auf die Frage Clemens und an alle anderen Männer draußen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, es ist wirklich keine so große Sache. Und je größer du die Sache machst, also wenn du eine große Sache draus machst, wenn du, oh mein Gott, jetzt, weil ich kleiner bin, kann ich es gar nicht schaffen, oh nein, jetzt ist mein Leben vorbei, dann ist es eine große Sache. Das ist ja sowieso so eine Grundeinstellungsthematik, die man haben sollte. Je größer du es machst, desto größer ist es dann auch. Und wenn du es nicht groß machst, ist es auch nicht so groß. Ich denke, das ist alles, was ich erstmal zu diesem Thema zu sagen habe und alles, was man zu dem Thema wissen muss. Es ist eben nicht viel. An dieser Stelle kannst du es abhaken. Beachte die Punkte, die ich eben genannt habe. Fitnesscenter, breiter werden, Männlichkeitsarbeit, wie jeder andere auch. Also diese Punkte betreffen auch eigentlich jeden anderen. Von daher eigentlich kein großer Unterschied zwischen dir und einem größeren Mann. Schön, dass du dabei warst. Wenn du deine Frage beantwortet haben willst, dann kannst du das, indem du mir deine Frage an den ersten, also an die E-Mail-Adresse schickst, die im ersten Link ist. Wir sehen uns übermorgen wieder. Hier abonnierst du den Channel, drück auch die Glocke, wenn noch nicht geschehen. Hier unten kannst du dich für ein Coaching bewerben im Sommer, wenn die ganze Corona-Krise wieder vorbei ist. Und hier unten kommst du zu weiteren Videos mit Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sprechen uns in ein paar Tagen wieder, sehen uns in 2 Tagen wieder. Bis dahin wünsche ich dir noch einen geilen Samstag. Ciao.